So, hallo an alle, die sich hier auf meinem Kanal verirrt haben. Hallo. Und heute gibt's von mir eine kleine Ansage an die Yu-Gi-Oh! Community. Okay. Es sei gleich gesagt, es geht nicht an alle. Und ich glaube, diejenigen, die wissen, ich bin nicht angesprochen, so, die brauchen sich auch nicht angesprochen fühlen. Mal gucken. Okay. Es gibt aber unglaublich viele Themen und das habe ich persönlich gemerkt, die jetzt gerade aufeinandertreffen, die bei mir im persönlichen Umkreis jetzt einfach mit den persönlichen Erfahrungen einfach kollidiert sind, dass es mir persönlich jetzt gerade zu viel wird und ich da jetzt einfach mal ein bisschen drüber sprechen muss. Okay. Lass uns drüber sprechen. Das sind unglaublich viele Themen und mein Ziel ist es tatsächlich jetzt dieses Video rauszuballern und wenn auch nur einer vielleicht auf die Idee kommt, sein Verhalten zu reflektieren und zu sagen, alles klar, ist vielleicht doch nicht die geilste Attitüde, das so zu tun, hat es für mich schon irgendwie funktioniert so. Ich weiß, wie gesagt, die Leute, die das tun so, die wissen, dass die gemeint sind oder hoffentlich wissen sie es. Ich hoffe, dass die Leute... Ich weiß jetzt nicht, worum es geht, also das ist irgendwie spannend. Also es ist seine Ansage an die Yu-Gi-Oh! Community. Es geht um verschiedene Dinge. Ich habe noch gar keinen Plan, was er genau meint. Ich bin mal echt gespannt, was die Aussagen sind. Es sind ja offensichtlich ein paar, wie er sagte. Mal gucken. Leute so reflektiert sind, dass sie nachvollziehen können, dass das, was sie tun, einfach ist. Wir reden ganz, ganz viel über toxisches Verhalten, über Scheinargumente und dieses Oldschool-Ding. Es sind einfach ganz, ganz viele Sachen, die sehr unreflektiert sind und die sehr toxisch sind, die ich jetzt einfach mal in diesem Video hier ansprechen möchte. Aber schreibt natürlich gerne eure Meinung zu den Themen, die ich jetzt anspreche, auch unten in die Kommentare. Mhm. Ich würde mich unglaublich über eine konstruktive Diskussion freuen. Deswegen mache ich ehrlich gesagt das Video auch, weil, wie gesagt... Ich weiß nicht, ob das so konstruktiv ist, wenn du halt Menschen als toxisch bezeichnest, weil die Menschen, die sich angesprochen fühlen werden, eigentlich nicht so nice drauf reagieren. Ich habe jetzt die persönlichen Erfahrungen gemacht, einfach, dass ganz, ganz viele Sachen kollidiert sind und ich muss sagen, das ist so ein bisschen schade und ich kann mir vorstellen, dass wegen solchen Sachen auch Leute einfach die Community verlassen. Ich würde tatsächlich anfangen, indem wir mal klären, was ist überhaupt eine Community? Ja, ein bisschen diesen PowerPoint-Style von Aaron, ne? Oh ja. Zugute und spreche einfach mal drüber, was ist eine Community? Und eine Community ist einfach eine Gruppe von Menschen mit den gleichen starken gemeinsamen Interessen, Werten und Erfahrungen, die sich regelmäßig on oder offline, ne, also on oder offline, der Erfahrung austauschen und Aktivitäten unternehmen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Dieses Ziel basiert auf einem zugrunde liegenden Zweck, der die Mitglieder zusammenbringt und motiviert. Und ich glaube, wir wissen alle, was dieser Zweck ist. Yu-Gi-Oh! Spielen und quasi gegeneinander so rauszufinden, okay, wer ist der geilste Typ im Dorf, Alter. Deswegen glaube ich so ein bisschen diese Ziele. Also wir merken, eine Community ist so ein Ding, was verbunden ist durch gemeinsame Interessen und einen gemeinsamen Zweck. Ne? Wer ist der krasseste Yu-Gi-Oh!-Spieler hier draußen? Und das ist einfach so die Grundlage, auf der wir heute sprechen. Okay. Ich habe einige toxische Verhalten erlebt, auch persönlich. Und das Erste, was ich ansprechen möchte, ist einfach, gescammt zu werden. Es gibt so viele Leute in der Community, die nur da drin sind wegen dem Geld. Und das Geldliche, das hat mehrere Aspekte. Einerseits, wie gesagt, dieses Scam-Ding, so Karten zu verkaufen, die man gar nicht hat oder irgendwie andersweilig Leute zu verarschen. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute das aus der Community kickt. Es ist halt faszinierend. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich auf Kartenmarkt Karten verkaufe, meine Preise sind astronomisch hoch, weil ich die einfach nicht jede Woche kontrolliere. Und manchmal ist dann halt eine Karte, die, weiß nicht, jetzt 5 Euro kostet, bei mir bei 80, weil ich das noch nicht aktualisiert habe. Keine Ahnung. Aber das bewusste Scam von Leuten, zu sagen so, ey, hier, ich habe diese Karte, ich schicke dir die, und dabei hast du die Karte gar nicht. Das ist halt auch der Grund, warum es überhaupt diese ganzen Timestamps gibt. Und wenn ihr es nicht wisst, wenn ihr Sachen online verkauft, müsst ihr einen Timestamp machen mit eurem Namen, dem aktuellen Datum und ein Foto machen, damit die Leute wissen, dass ihr die Karte auch wirklich besitzt. So schade, dass sowas in der Community einfach stattfindet und ich finde es unglaublich schade, glaube, dass es wenn so da überall ein neuer ist, der quasi gescammt wird und auf eBay beispielsweise ein Deck kauft für 50 Euro und dann sind da 10 Cent Bullkarten drin. Das würde ich schon als Scam bezeichnen. So, natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist ein Scam irgendwie schon. Weil ich da sagen muss, das ist halt auch der es kauft, ein bisschen selbst schuld, ne? Denn wenn ich jetzt sage, ich möchte was kaufen und dann sage ich, oh, hier 50 Euro und ich weiß halt nicht, ob es halt das Geld wert ist,
Das ist ein bisschen kritisch, ne? Jeder zahlt das, was er irgendwie zahlen möchte. Und wenn der so viel zahlen möchte, so hätte er sich vorher darüber informiert. Es gibt aber einfach genug Leute, die gerade in das Hobby starten, die keine Ahnung haben und dann durch sowas einfach einen kompletten Tritt kriegen. Und das ja, finde ich sehr, sehr schade. Aber, schaut so ein bisschen, ja, wenn ihr eure Karten anbietet, dass es vielleicht auch ein angemessener Preis ist und nicht einfach so die unwissenden Leute zu verarschen. Ja, das stimmt. Sieht aus wie dieser Saugnapf fürs Klo, den ich gestern weggeworfen habe. Das ist doch kein Klo-Saugnapf! Das ist echt antik. Das ist hunderte von Jahren alt, eine antike Suppenkelle. Seht ihr? Mann, dann habe ich meinen ganz falsch verwendet. Wie viel? $5. Ich habe aber nur 7. In Ordnung. Patrick Star, du bist wirklich der absolute Schnäppchenkönig. Grundsätzlich, wenn ihr neu seid, ja, bestellt nicht über eBay oder Amazon, bestellt eure Karten über Cardmarket. Ja. Da ist eigentlich immer so dieser aktuelle Preis nachvollziehbar, weil das Gute bei Cardmarket ist, dass selbst wenn du deine Karten teurer listest, du halt siehst, was die anderen für die Karten verlangen. Das heißt, du hast den direkten Vergleich vom Preis auf der Seite selber. Ich glaube, das ist der größte Vorteil, denn wenn du jetzt eine Karte hast, die jetzt 80 Euro da kostet, die anderen kosten halt nur 5, weißt du, dass die 80 Euro nicht unbedingt vielleicht richtig sind. Ne? Nur so von dem Beispiel von gerade wieder zurückzukommen. Cardmarket so die größte Plattform eigentlich ist. Auf eBay und Amazon zahlt ihr viel zu viel Geld. Viel zu viel Geld für die ihr dann kriegt. Muss ich. Ja, weil man manchmal auch da Schnäppchen machen kann. Aber gerade wenn es so Einzelkarten sind und vielleicht Leute nicht wissen oder die Preise sich gerade so switchen, kann man da manchmal auch ein kleines Schnäppchen machen. Aber pauschal ist auch Cardmarket das im Durchschnitt deutlich günstiger, ja. Ganz ehrlich sagen. Dann ein zweites, was mich aufregt, beispielsweise, wenn man Trades ausgemacht hat. Ja, da habe ich persönlich schon mehrfach die Erfahrung gemacht und das ist was, wo ich auch kurz davor war, das Game zu Das ist auch der Grund, warum ich nicht trade. Ich mag das einfach nicht, dieses. Also früher war das so, du hast was gehabt, der andere was gehabt, ihr habt getauscht, weil das für euch beides fair war. Jetzt ist es quasi so, ja, aber die Karten haben so einen Wert und die Karten haben so einen Wert, lass uns irgendwie Werte tauschen. Keine Ahnung. Ja, kann man machen. Irgendeiner wird dabei immer verlieren, weil ihr kriegt halt das nie zusammen. Das macht das Traden halt so viel schwieriger, weil Leute viel mehr aware sind, was die Karten halt wert sind. Und man versucht quasi einen exakten Trade zu bekommen, was halt nie funktionieren wird. Oder super selten. Quitten, ja. Es gab eine Zeit, da hatte ich noch nicht so viel Geld, wie ich es jetzt habe. Und da war jeder Euro wichtig. So, das war während meiner Ausbildung. Und da wollte ich unbedingt Dogmatica spielen. Und Dogmatica, wisst ihr vielleicht noch, war dann arschteuer. Ja, das war richtig teuer. Und ich habe dann Nadir Servant mit einem getradet gehabt. Ich hatte TTT und habe dann mit ihm ausgemacht. Alles klar, dann machen wir so und so. Ich gebe dir noch 5 Euro drauf so. Und dann kriege ich die 2 Nadir. Irgendwie sowas. Dann haben wir den Trade ausgemacht. Das war fest, ne? So morgen treffen wir uns. Und dann ist von dem einen Tag auf den anderen Nadir plötzlich um das Doppelte gestiegen. Und dann meint er auf einmal, ja, also die Karte ist ja jetzt teurer. Wie sieht's jetzt aus? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Dann habe ich gesagt so, Bro, wir haben den Deal ausgemacht. Wie gesagt, ich fahre 2 Stunden nach Stuttgart damals und ich konnte es nicht an dem Tag abholen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es am nächsten Tag, komme ich vorbei. So völlig aus den Wolken gefallen. Ich habe mich so gefreut, dass ich die Karte rangekriegt habe und dann auf einmal sehe ich, wie die Karte steigt und er schreibt mir, was machen wir jetzt? Die Karte ist teurer. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kannst nichts dafür, wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Und das finde ich so ein asoziales Verhalten. Ja. Wenn man Trades ausgemacht hat, dann sollte man sich auch tatsächlich dran halten. Das ist die Angst so, ey, ich habe jetzt diesen Deal gemacht und ich könnte aber mehr machen. Dieses, wie soll ich das sagen, dieses Gefühl, zu dem zu stehen, was man gesagt hat und sagen, ey, pass auf, dann scheiße ich auf die 10 Euro und ich gebe dir das jetzt einfach so und alles ist fein. Weil hätte man den Trade halt einen Tag vorher gemacht, hätte man sich am Tag nachher geärgert. Ich finde generell dieses Ärgern, wenn Sachen im Nachträglichen sich verändern vom Preis her. Zu dem Zeitpunkt, wo du den Deal gemacht hast, warst du doch happy, dass du es gemacht hast. Also was endet das quasi dann einen Tag später? Das ist diese Verlustangst der Menschen, quasi etwas nicht zu bekommen, weil die Karte jetzt vielleicht doch mehr wert sein könnte. Das ist immer schwierig. Wie ihr wollt, wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Aber ich finde, es geht nicht, wenn man sich nicht auf die Leute verlassen kann. Und einfach nur Profit aus dem Spiel rausschlagen zu wollen, finde ich super asozial. Ich meine, er hätte es auch gefunden, wenn TTT noch mehr gespiked wäre, wenn ich gesagt hätte, alles gleich, ich möchte jetzt mehr Geld. Wenn man Sachen ausmacht, sollte man sich auch auf die Leute verlassen können. Und jeder, auf den man sich nicht verlassen kann, der so auf das Geld guckt, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich etwas abstoßend. Also finde ich nicht in Ordnung. Wobei, insofern, wenn ihr Trades gemacht habt, die Leute haltet sehr euch viel aus dran Geld.
Und ansonsten macht einfach keine Absprachen aus, wenn ihr euch eh nicht dran halten könnt. Dann möchte ich auch noch mal ein bisschen über ein Thema sprechen, was auch in meinem Waifu-Problem-Video aufgekommen ist. Und zwar so ein bisschen die Doppelmoral von manchen Spielern. Beispielsweise wird gesagt, ja, es ist okay, so ne, jedem das seine. Aber andererseits wird kritisiert, warum sieht nicht jeder Archetype so aus, wie ich ihn haben möchte? Oder warum sind so viele Waifus im Spiel? Ja, wo ich sagen muss, ich habe auch schon mal zu dem Waifu-Thema was gesagt. Ich glaube, geht auf das Video von wie heißt der nochmal? Geklaut ein, wo er gesagt hat, ja, Waifus und irgendwie sowas in der Richtung. Die Sache ist halt die, dass ich persönlich auch kein Fan von diesen Waifu-Archetypes bin. Ich mag die Monster-Ästhetik von Yu-Gi-Oh!, dass es halt wirklich Monster sind. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen mehr zu diesem Anime-Style entwickelt, was pauschal ja auch nicht schlimm ist. Aber wir kriegen halt immer diese Archetypes, die so von so kleinen Mädchen bald beherbergt werden. Bin ich jetzt kein Fan von. Muss aber auch sagen, jeder soll das spielen, was er spielen will. Denn auch wenn diese Waifu-Archetypes selber ja so nicht mein Style sind, muss ich sagen, dass manche Artworks trotzdem halt geil sind. Ne? Auch wenn ich jetzt kein Fan von den, wie heißen die, Dragon Maids bin, muss ich trotzdem sagen, ich finde die Spielmechanik von dem Deckthema ziemlich cool. Und auch von Labyrinth zum Beispiel. Die Spielmechanik selber ist sehr cool. Ich würde das Deck selber nie spielen, weil ich mit den Artworks halt gar nichts anfangen kann. Aber es gibt so diesen Punkt, wo man das überschreitet, weil man manche Karten halt spielen muss, weil die einfach gut sind, und das sind halt die ganzen Handtraps. Und das sind ja auch so kleine Waifus, weil es so kleine Mädchen sind. Also das heißt, die musst du halt einfach spielen, weil die halt einfach gut sind. Waifus, nicht mein Fall, aber spielt, was ihr wollt. Ich finde das jetzt keine Doppelmoral irgendwie. Leute, also wir haben so eine riesige Community. Yu-Gi-Oh! Hat eine der größten TCG-Spielerschaften. Ja. Und dass das Spiel 25 Jahre in einem digitalen Zeitalter überlebt, ist doch einfach super heftig. Junge, wäre Konami die ganze Zeit so geblieben wie damals, dann wäre es heute nicht mehr am Leben. Das kann ich euch tatsächlich sagen. Stimmt, Konami muss auch mit der Zeit gehen. Konami muss Geld verdienen, damit dieses TCG weiter besteht. Logischerweise, das ist eine logische Sache. Also wenn ihr sagt so, oh, ich finde den alten Style besser, ist es okay. Aber kritisiert doch jetzt nicht Konami dafür, dass... Ich würde aber auch nicht pauschal sagen, dass ich den alten Style besser finde, sondern den Approach, also den Wegegang zu den Artworks hin. Denn früher war es ein bisschen düsterer, die Karten waren ein bisschen mehr Richtung Monster. Und das gibt es heutzutage auch noch. Es gibt richtig, richtig viele coole Monster. Und ich habe jetzt hier den neuen Archetype, der jetzt letztens rausgekommen ist. Das hier. Goblin Biker. So. Das ist ein Archetype, der ist halt geil, weil das einfach Monster sind. Und ich persönlich finde sowas deutlich nicer, als zu sagen, hier ist jetzt ein kleines Mädchen und das kann jetzt die tollen Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass ich sagen würde, dass das alte Yu-Gi-Oh! Selber per se besser ist, jetzt von der Optik her. Denn die neueren Bilder sind optisch gesehen und artistisch gesehen deutlich besser. Und es gab schon immer auch diese Waifu-Charaktere. Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir mittlerweile halt viel mehr diese Archetypes haben, die extrem kombiniert diesen Vibe halt haben. Dieses, oh, wir sind kleine Mädchen und wir machen das nur, damit die Leute mit uns kaufen, weil wir halt diese Waifu-Dinger sind. Ich glaube, dass das ein bisschen mehr die Leute triggert, die mehr diese Monster halt haben, wie mich persönlich halt auch. Aber da werden wir auch nie auf einen Nenner kommen, denn ich persönlich bin von diesen Waifu-Archetypes halt kein Fan. Dass sie nicht bankrott gehen wollen. Wenn ihr Yu-Gi-Oh! Wirklich liebt, so dann gönnt auch den anderen Leuten. Ja. So, wie gesagt, wenn ihr einen Archetype nicht geil findet oder nicht schön findet, ist es okay. Spielt den nicht so, aber lasst doch jemand anders den Archetype. Imagine, nur als Beispiel. Wir haben unterschiedliche Yu-Gi-Tuber. Wir haben mich, wir haben beispielsweise einen Lukai Todes, wir haben einen Dennis, wir haben Nifska und. Das sind unglaublich viele. Jetzt stellt euch mal vor, alle würden nur über das gleiche Deck reden. Das ist doch langweilig. Ihr seid allesamt Langweiler. Ihr geht mir auf die Nerven. Es ist doch ein bisschen. Oder nicht? Ein bisschen. Jetzt mal ganz ehrlich. Aber das ist ja das Coole. Das ist ja das Coole an Yu-Gi-Oh!, dass es halt so vielseitig ist. Ich bin aber nach wie vor trotzdem kein Fan von diesen ganzen Waifu-Dem. Und Dennis ist da ja voll drin mit Trap Tricks, mit Marinces, mit allem irgendwie gefühlt. Ne? Und hier Daniel ja auch mit seinen ganzen Dogmatiker-Karten, mit Dark Magician, die er feiert, die Dragon Maids. Und das ist auch vollkommen fein. Also sollen die Decks halt mögen. Ich mag die halt nicht. Ich muss persönlich mal sagen, ich finde Trap Tricks, bin zwar von dem Artstyle nicht so der krasseste Fan, aber ich mag den Playstyle, deswegen habe ich das Deck sogar selber gespielt, weil das Deck an sich wirklich cool ist. Manchmal übertrifft die Prämisse so ein bisschen den Artstyle selber. Denn die Prämisse von den Traptics ist ja, dass es halt so Fallen sind, Leute verführen, um in die Fallen reinzukommen. Und dann hast du halt diese kleinen Mädchen, die halt diese Fallen sind, was
auf einer Metaebene gesehen halt richtig funny ist, denn die Leute mögen es halt deshalb, weil es so kleine Mädchen sind, so Lolli-Dinger. Deshalb finde ich den Approach davon eigentlich ja gar nicht so blöd. Auch wenn ich halt die kleinen Mädchen jetzt nicht wirklich super gerne angucke, aber ich finde den Approach davon super witzig und ich mag den Playstyle von dem Deck, den. Also natürlich klar, wenn alle über dieselben Decks reden, wird es ein bisschen langweilig, wo man da aber sagen muss, dass die meisten über viele ähnliche Decks sprechen, weil die Meta-Decks ja egal sind, wie die aussehen, sondern wenn die Meta sind, wird drüber gesprochen. Nicht gefällt, heißt es nicht, dass es zu kritisieren ist, dass es ein Deck gibt, was euch nicht gefällt. Diversität ist richtig. Ja, doch. Ich kann schon sagen, dass mir das nicht gefällt. Und ich kann schon sagen, kritikmäßig, nee, das finde ich nicht geil. Also das ist ja meine Meinung. Ich kann ja sagen, ich persönlich finde, dass wir in Yu-Gi-Oh! Zu viele Karten haben, die in diese Richtung gehen. Das ist meine Meinung, das ist eine Kritik, die ich äußern kann. Und das kann mir auch keiner absprechen. Ja, das ist ja meine Meinung. Aber ich lasse trotzdem die Leute das Deck spielen. Kritisch wird es dann, wenn ich zu den Leuten hingehe und sage so, ah, wie kannst du nun dieses Deck spielen, du Idiot? Guck doch mal die Karten an, wie scheiße die aussehen. Oder wie kannst du ein Waifu-Deck spielen? Dann wird es halt kritisch. Aber die Leute dafür zu verurteilen, dass sie das spielen, das ist problematisch. Und ist wichtig, also gönnt doch einfach, wenn ihr ein Deck nicht feiert, den anderen das Deck, weil sie vielleicht Gefallen dran haben. Ja. Sucht da bitte einfach auch mal ein bisschen das große Ganze zu sehen und nicht einfach nur in dieser Bubble zu sein und zu sagen, ja, das finde ich kacke und ich möchte jetzt, dass es anders gemacht wird. Also schätzt es doch ein bisschen wert, dass diese Diversität auch da ist, dass es für jeden was hat. So, ich verstehe das nicht. Beispielsweise haben wir hier auch einen Kommentar, das finde ich absolut nicht nachvollziehbar und finde ich höchst fragwürdig, sind halt trotzdem kleine Mädchen, ich muss Locals immer schmunzeln, wenn ein 30er mit Vollbart Traptic spielt, da frage ich ihn, ob er eine Freundin hat und die Antwort lautet nein. Digga, erstmal habt ihr dasselbe Hobby, das heißt, es ist mir egal, was auf den Bildern drauf ist, denn ich könnte das jedes Mal sagen, wenn du Ash Blossom abwirfst. So, ich verstehe auch nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also so ein bisschen schon, aber das ist einfach, die Situation ist halt so geil. Du spielst gegen deinen Gegner. Der spielt irgendein Deck mit kleinen Mädchen. Nehmen wir mal Traptic als Beispiel oder Marines, das ist ja eigentlich vollkommen Bums. Und deine Frage ist, hey, hast du eigentlich eine Freundin? Junge, hä? Was hat denn dein, was hat denn das mit dem Game zu tun, was ihr gerade spielen wollt? Also die Frage selber ist ja schon cringe. Cringe, weil deine Assoziation ist ja, wenn Leute das spielen, dass die quasi halt keine Freundin haben. Das ist schon ein bisschen traurig. Was ist das? Ja. Junge, was ist das, Alter? Da habe ich dann auch geschrieben, also ich finde diese Art zu denken etwas fragwürdig. Ich spiele ebenfalls Traptrix, bin 28 Jahre alt und heirate Ende des Jahres. Wenn sich jemand von seinen Karten erotisch angesprochen fühlt, soll er das gerne tun. Aber ich für meinen Fall sehe keinen Grund, warum ich jetzt kein Traptrix spielen sollte. Es ist halt ein Deck. Meine Güte, ich bekomme jetzt keine heftigen Fantasien, wenn ich den Effekt von Sarah aktiviere. Also man sollte hier unbedingt lernen zu differenzieren und von der Sexualisierung weggehen. Hoffen, ja, man kann nachvollziehen, was ich meine. Und dann geht's einfach weiter. Dann geht's einfach weiter. Und er meint, trotzdem war ein Nerd und hat es bei den Frauen sehr schwer. Da bringen ihm die kleinen Mädchen auch nichts. Junge, das hat da nichts zu tun. Was ist Junge, dein Alter. Problem, Alter? Also so eine Herangehensweise. Das nennen wir übrigens Projektion. Das ist ja... Oh. Ey, bitte, lasst das. Lasst das. Holy shit, Alter. Lass die Menschen einfach in Ruhe. Ein weiteres Thema, was mich sehr nervt, was ich letztens auch auf Threads kritisiert habe, ist tatsächlich, dass manche Leute in der Community meinen, anderen vorschreiben zu müssen, wie sie ihr Deck zu spielen haben. Das ist auch schon was ich erlebt habe, wenn du dein Deck zeigst, ah, mach mal doch lieber das oder mach das oder mach das und warum spielst du das? Hä, das ist doch für das. So Leute, Alter, Yu-Gi-Oh! Ist so ein geiles Spiel. Man kann so... Ja, dieses Runtermachen von Deck... Choices. Ja, ich glaube, das ist mal eine Frage, wie man Dinge sagt, ne? Denn man kann natürlich darüber diskutieren und sagen so, ja, ich würde das halt anders machen oder warum ist das die Choice gewesen? Ich merke es ja immer, wenn ich halt Decks baue, die jetzt 10-Euro-Decks sind und oder keine Ahnung was und ich baue dann halt ein Deck und alle sagen so, ah ja, die Karte ist halt voll kacke, warum hast du die reingepackt? Und ich immer so, ja, der Grund ist halt der und der. Und dann kannst du nicht mit dem Gegenargument kommen und sagen so, ja, aber das ist halt scheiße, denn das macht meine Begründung ja nicht an. Nicht falsch, sondern man muss quasi gucken, okay, die Situation ist die hier, ich gebe dir ein paar Argumente und vielleicht kann ich dich überzeugen, dass mein Argument dafür mehr Sinn macht. Aber am Ende des Tages, lass die Leute doch spielen, was die wollen. Ich persönlich, ich cringe immer, wenn ich Turofs in Decklisten sehe und ich mir denke so,
das macht doch gar keinen Sinn, die zweimal zu spielen. Die müsste da dreimal drin sein. Und wenn du es sagst, ist es halt die Choice von dem, der es halt gebaut hat. Ne? So kreativ sein. Warum oder was glaubt ihr, wer seid ihr, anderen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben? Ja, dieses wenn euch jetzt einer fragt, ey, kannst du mir bitte konstruktive Kritik oder kannst du mir bitte sagen, wie ich mein Deck besser mache? Und man sagt dann was. Aber ein Deck anzugucken und zu sagen, ja, das ist mach mal das und das und das. Wenn derjenige das spielen möchte, dann lass es doch. Das Geile an Yu-Gi-Oh! Ist, wir haben einen Pool von 10.000 Karten, ach, eine Banlist, wo Karten immer wieder kommen aus den ersten Sets. Junge, Props gehen raus an Snatch Steel, dass du wieder da bist, I guess. Aber grundsätzlich, wenn jemand Bock hat, das Deck so zu spielen, wie er das möchte, oder eine Engine reinzusplashen, wie er das möchte, dann lass ihn doch. Ich verstehe nicht, wo dieses Ding herkommt, anderen auf die Füße zu treten und deren Kreativität in Frage zu stellen. Oder auch diese Entscheidung, ja, wenn man nicht viel Geld hat, ne, wie ich damals. Und dann zu sagen, okay, ich baue mir das Deck, mach's aber ein bisschen mehr Budget. Mach's Junge, Sinn. Wie viele Leute gefrontet werden, weil sie ein Budget-Deck bauen. Ja, das versteht es. Ja, ja, das ist, oh ja, das ist richtig schlimm. Das ist vor allem immer richtig schlimm. Also ich baue ja diese 10-Euro-Decks. Und dann kommt immer, ja, aber was mit dem Versand? Und ich denke mir immer so, wie soll ich denn für euch den Versand berechnen, wenn ich nicht weiß, in welchen Quantitäten ihr Sachen kaufen könnt? Keine Ahnung, mich nervt halt sowas. Mit dem so, ja, aber die Karte ist halt schlechter als die andere. Und denkst du, ja, aber ich habe halt das Geld nicht dafür, um das zu investieren. Oder ich will das Geld nicht investieren für dieses Hobby. Deshalb spiele ich halt eine Karte, die halt günstiger ist. Vielleicht nicht so optimal funktioniert, aber trotzdem halt gut funktioniert. Ne? Denn optimal heißt nicht immer, dass es die einzige Lösung ist. Versteht es einfach nicht, wo dieses Ding herkommt, den Leuten das Spiel so madig zu machen. Das ist einfach so ein unglaublich toxisches Verhalten und das finde ich so schade. Es ist so super, super schade. Man merkt, wie frustriert wenn wir schon einen Kartenpool von 10.000 Karten haben, so, dann lasst doch die Leute spielen, was sie wollen. Ja, stimmt. Das waren jetzt aber einige der wichtigsten Punkte, die ich heute ansprechen wollte. Das Video ist relativ spontan entstanden. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, so Alter, ich möchte da mit euch drüber reden. Ich weiß, dass es viele von euch nicht betrifft. Ich habe unglaublich geile Leute in der Community. Aber selbst bei mir sind all solche Kommentare, wo ich denke so, bitte halt doch einfach deinen Mund. Ich weiß, es ist nicht nur in der Yu-Gi-Oh! Community so, es ist in jeder Community so. Versucht euer toxisches Verhalten ein bisschen zu minimieren. Wenn ihr nur für das Geld im Hobby seid, dann tut ihr mir sehr leid, weil Yu-Gi-Oh! Ist ein absolut geiles Hobby. Macht den Leuten das Hobby nicht schlecht und maßt euch nicht an, irgendjemand zu sagen, du musst diese Karte spielen. Ihr seid nicht in der Position, das zu tun. Weder ich bin das, noch irgendein anderer YouTuber ist es, noch ihr seid es. Keiner hat das Recht, euch zu sagen, welche Karten ihr spielen dürft und welche nicht. Außer natürlich die Banlist. Und in dem Sinne bin ich... ich bin die Banlist und sag, alle spielen jetzt keine Ashbrows mehr, damit ich mit Dinos gewinnen kann.